Wie Dan. Schrei nach Leben. Von Raimon Weber. Aus der Tiefe. Es währt schon ewig, aber der Kampf beginnt jetzt. Der Besitzer des Campingplatzes hatte Miles Vidan bestätigt, dass die Rileys sich einige Zeit bei ihm aufgehalten hatten. In aller Frühe wären sie dann vor 3 Tagen wie vereinbart abgereist. Miles folgte der Landstraße, die in engen Kurven bis zu der etwa 20 Meilen entfernten kanadischen Grenze führte. Was ist das? Auf dem Asphalt zeichnete sich deutlich eine Bremsspur ab. Ein Stück weiter war etwas mit Wucht durch das Unterholz am Straßenrand gebrochen. Shit. Das Wohnmobil war von der Straße abgekommen und nach einigen Metern gegen einen Baumstamm geprallt. Miles arbeitete sich zum Führerhaus vor. Die Fahrertür war aus den Angeln gerissen worden. Blut. Alles war voller Blut. 2 übel zugerichtete Leiber, die nur noch mit Mühe als menschliche Wesen identifiziert werden konnten. Hier ist Miles. Beth, bitte komm. Miles? Ich habe die Rileys gefunden. Eine halbe Meile nördlicher Richtung hinter dem Campingplatz auf der Straße zum Green Clay Pass. Sie hatten einen Unfall. Sind von der Fahrbahn abgekommen. Sie sind also tot? Ja, Beth. Ich schicke dir Verstärkung. Noch was. Vermutlich sind Bären über sie hergefallen. Ich kann nur hoffen, dass die Rileys da schon nicht mehr lebten. Wir brauchen Sally, um sicher zu gehen. Demut. Wir sind wie der kurze Schatten, der über das Gras huscht und sich im Sonnenuntergang verliert. In einem Zimmer, das nur vom schwachen Schein einer Nachttischlampe erhellt wurde, hockte ein junger Mann auf einem Stuhl und starrte mit blicklosen Augen an die Wand. Das Sandwich auf dem Tisch vor ihm war nicht angerührt worden. Jon Gunderson, kannst du mich verstehen? Eben hat er noch mit mir gesprochen. Hendrik, ich möchte, dass du das Zimmer verlässt. Aber... Mach schon. Na gut. Jon, glaubst du an Jesus Christus? Ja, ich glaube. Das ist gut, Jon. Sehr gut. Nun sprich mit mir. Was fühlst du tief in deinem Inneren? Es ist da. Und es lauert. Was ist mit ihm? Ganz ruhig, Jon. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich werde dich befreien. Jon, ich möchte nun, dass du... Jon! Jon! Du bist ein Hund! Du kannst mir nicht helfen! Du bist nicht richtig!
Wo Leute? Simon, in meiner Tasche sind Seile. Wir müssen ihn fixieren. Wir legen ihn auf das Bett. Udoide. Willen dope, Paola. Kathleen, schnell! Ich versuche es ja. Okay, das müsste reichen. Ruhe. Lass es schön sein. Wenn ich das letzte Lied singe, steht nicht an meinem Grab und weint, denn ich bin nicht da. Sollen wir das etwa Doc Hansen erzählen? Ich möchte sie weder in den Wahnsinn treiben noch in Gefahr bringen. Ich glaube, dass wir längst alle in Gefahr sind. Und dabei fühle ich mich verdammt hilflos. Wir verlieren die Kontrolle. Miles, siehst du die Kinder da vorne? Wir müssen auf unsere Leute aufpassen. Das haben wir geschworen. Das werden wir, Sam. Nichts ist mir wichtiger. Am Abend kehrte Miles Vidan in sein Haus zurück. Wie immer schaltete er zuerst das Radio im Wohnzimmer ein. Er bevorzugte einen kanadischen Sender mit klassischer Musik. Sie machte die Stille ein wenig erträglicher. Immer wenn er ein wenig zur Ruhe kam, kehrten die Erinnerungen an seine Frau, an Susan, zurück. Durch die Ereignisse der letzten Zeit waren sie noch intensiver geworden. Denn vielleicht war das, was sie damals am Ufer des Neville-Sees getötet hatte, wieder ganz in der Nähe. Miles nahm eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und öffnete sie. Das kleine grüne Licht am Anrufbeantworter blinkte. Hi Miles, ich bin's, Sally. Okay, du bist nicht da. Wir müssen unbedingt miteinander reden. Was weißt du wirklich über unseren eigenartigen Mr. Trout und all die anderen Geschehnisse? Melde dich. Es lässt mir keine Ruhe. Miles, hier sterben in letzter Zeit viel zu viele Menschen. Ich will das nicht. Balfour Island. Ich wollte wissen, wonach du schreist. Jetzt, wo ich es weiß, wünsche ich mir, dich nicht gefragt zu haben. Balfour Island präsentierte sich bei der Ankunft in einem so tristen Grau, dass Miles versucht war, Wanderbills Aussage Glauben zu schenken. Die Nebelfront hatte ihren Vormarsch gestoppt und lauerte jetzt 4-5 Schiffslängen hinter der Fähre, wie ein Raubtier, das nur auf den richtigen Moment zum Angriff wartete. Miles parkte den Wagen an der Hafenmauer. Wir sollten den Fischer fragen, wo Doc Kepler seine Praxis hat. Entschuldigen Sie, Mister. Können Sie uns sagen, wo wir Doc Kepler finden? Zum Doc? Da lang. Danke sehr. Der Mann hatte auf eine schmale, asphaltierte Straße gedeutet, die vom Hafen in den kleinen Ort führte. Viel los ist hier nicht. Die Straße war menschenleer. Nur einmal bewegte sich etwas hinter einem Fenster. Es war ein alter Mann, der sofort erschrocken zurückwich, als er Miles und Kirima erblickte. Ist Ihnen nicht gut, Miss? Eine junge Frau näherte sich ihnen mit seltsamen, marionettenhaften Bewegungen. Sie trug ein knielanges Kleid mit Blumenmuster, das bei der Kälte völlig unzureichend war. Können wir Ihnen helfen? Wollen Sie vielleicht zu Dr. Kepler? Was machst du denn? Komm wieder ins Haus. Was ist mit ihr? Ach, nichts. Sei nicht so störrisch.
Beine und Arme der Frau führten einen irren Tanz auf. Mit einem Mal stand sie ganz still. Black Juice. Du weißt nicht, wer dein Freund oder dein Feind ist, bis das Eis bricht, auf dem du gehst. Wie lange arbeiten Sie schon für die Organisation? Gibt es keinen Namen für diese Organisation? Diese Frage stellte ich auch schon Mrs. Hamilton. Es existiert kein Name. Weil alle Eingeweihten wissen, worum es geht. Wir sind namenlos, während unser Gegner wahrscheinlich Avantage heißt. Oder hieß. Trotz des Namens ist Avantage unsichtbar und hinterlässt keine Spuren. Um Ihre erste Frage zu beantworten, Mr. Vidan, ich bin seit über 10 Jahren bei der Organisation. Da waren Sie aber noch verdammt jung. Korrekt. Aber sonst hätte ich nicht überlebt. Kontrollverlust. Verhindere den Tag, an dem die Erde Tränen von Blut weint und die letzten Menschen um ihr Leben flehen müssen. Der stammesälteste Wakisa besaß die größte Ranch im Black Lake Reservat. Seine Pferdezucht war über die Grenzen Montanas bekannt und lockte wohlhabende Reitsportler aus allen Teilen der USA und Kanada an. Ein Vorarbeiter wies Nawat und Notau den Weg zu den Stallungen. Wakisa, ich komme auf Besuch und habe noch jemanden mitgebracht. Der alte Mann saß im Halbdunkel des Stalls in einem Sessel. Eingehüllt in warme Decken musterte er konzentriert einen stattlichen Rappen in einer Pferdebox. Langsam wandte Wakisa den Kopf in Notaus Richtung. Notau, was für eine Überraschung. Und das ist Tyson Nawat McKay. Ich hörte, dass er gute Arbeit als Polizist macht. Oh ja, du bist wie immer gut informiert. Meine Familie hält mich auf dem Laufenden. Ist mit dem Hengst alles in Ordnung? Du scheinst besorgt. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Aber ich hielt es für richtig, noch ein wenig in seiner Nähe zu bleiben und mit ihm zu sprechen. Avantage. Es kommt über die Berge von unheiligen Orten. Es kreist uns ein und will uns leiden sehen. Wir haben nur uns, furchtsam und fehlerhaft. Aber wir dürfen nicht weichen. Außerhalb von Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha. Kirima und ihr Begleiter, der ehemalige Missionar Sidney Griffin, starrten gebannt in die geöffnete Luke im Boden des Labors. Eine Kreatur, kleiner, aber nicht weniger aggressiv als jene, der Kirima in Grönland begegnet war, hatte kürzlich 2 junge Menschen getötet. Die junge Inuit-Frau war davon überzeugt, in dem unterirdischen Versteck Hinweise auf die Herkunft der mysteriösen Kreaturen zu finden. Hier ist eine Taschenlampe. Danke. Ich wiederhole mich nur ungern, aber halten Sie es wirklich für klug, da hinabzusteigen? Wir haben nicht die geringste Ahnung, was dort unten ist. Stimmt, aber wir sind auf uns gestellt und dürfen keine Zeit verlieren. Ich möchte nicht, dass die kambodschanischen Soldaten sich zuerst hier umsehen und alles auseinandernehmen. Ich hoffe, die kehren so schnell nicht wieder zurück. Erst auf mein Signal. Gut. Bis später, Mr. Griffin. Hey, ich begleite Sie. Sonst halten Sie mich noch für einen Feigling. Keine Sorge, das tue ich nicht. Der Gouverneur. Steige in deine tiefsten Ängste hinab, bewaffnet mit der Fackel des Geistes und der Liebe. Und die Finsternis, die dich erschreckt, wird fliehen, wie die Dunkelheit vor dem Sonnenaufgang.
Wie ich sagte, Mikey Shaw karrt seine Fans mit Bussen herein. Ich schlage vor, wir verschieben unser kleines Date auf morgen. Tut mir leid, Sally. Aber das wird wohl wirklich besser sein. Bis dann, Miles. Du bist doch morgen noch hier. Sicher. Das weiß man bei dir im Moment nie. Ich würde mich jedenfalls freuen. Hey, Miles. Vielleicht sollten wir uns Mikey Shaw nachher gemeinsam ansehen. Okay, wenn du meinst. Ich muss ohnehin Flagge zeigen. Miles Vidan? Ja, was kann ich für Sie tun? Ich bin Woods. Das ist Taylor. Mrs. Hamilton schickt uns, wegen der Kapsel. Fillmore 357. Monroe 468. Korrekt. Black Juice ist bei uns sicher. Ich muss zugeben, ich habe sie mir anders vorgestellt. Sie meinen älter und irgendwie agentenmäßiger? In etwa. Das ist die perfekte Tarnung. Unerbittlich. Eines Tages wollen sie dich wieder flehen sehen. Du sollst Tränen von Blut weinen. Bereite dich vor, denn du wirst niemals wissen, wann sie kommen. Gewiss ist nur, dass sie da sein werden. Still und feige. Stets unerbittlich. Courtney Hamilton hielt kurz inne und blickte aus einem der großen Fenster im Flur. Das Glas war verspiegelt und ließ auch bei Nacht nicht den geringsten Schimmer nach außen dringen. Das ehemalige und zum Teil ausgebrannte Verwaltungsgebäude inmitten dieses verwahrlosten und vergessenen Teils von Detroit bot ein nahezu perfektes Versteck. Mrs. Hamilton sah in der Ferne die Skyline der Metropole. Im goldenen Licht der aufgehenden Sonne wirkten die Hochhäuser und Bürotürme wie Schattenrisse. Unten, auf der von Schlaglöchern übersäten Straße, raste eine Horde Motorräder vorbei, gefolgt von vier blauen Lieferwagen. Der Blick aus der Höhe machte Mrs. Hamilton heute ein wenig schwindelig. Sie schüttelte den Kopf. Auf keinen Fall wollte sie jetzt die Gespenster der eigenen Vergangenheit heraufbeschwören. Bleibt weg. Wir haben noch immer keinen Kontakt zu den Boten Taylor und Woods, trotz ständiger Versuche. Ich schlage vor, dass ein Einsatzteam die vorgegebene Strecke der beiden abfährt. Das sind hunderte von Meilen. Wenn Taylor und Woods etwas zugestoßen ist, können wir sie nie mehr finden. Dafür werden unsere Feinde gesorgt haben. Getrieben. Wenn mein Leben schwindet, dann mache, dass ich mich an die purpurfarbenen Sonnenuntergänge, an die erfrischende Kühle des Flusses, an die Sanftheit deines Wesens erinnere. Und an das Lachen der Kinder. Denn dann ist der Tod für mich nicht länger ein Feind. Großartig, wie sich der Truck durch den Schnee wühlt. Er verfügt tatsächlich über einige ganz besondere Neuerungen, von denen die Industrie nur träumen kann. Das ist der Vorteil, wenn man Beziehungen hat. Wenn ich das richtig deute, ist der Zielpunkt nicht mehr weit entfernt. Der einzige Ort, an dem Sie in der Umgebung sein können, ist ein Hotel namens Mount Royal. Es steht leer. Sie halten an, Mr. Hayes? Ich möchte nicht, dass unser Ankommen bemerkt wird. Wir haben es nicht mit kompletten Idioten zu tun. Wie geht es nun weiter? Jetzt, mein lieber Curtis, wirst du etwas erleben. Der Tag war trübe. So bedrückend trübe, dass Mrs. Hamilton die Nachttischlampe in ihrem Zimmer eingeschaltet hatte. Als sie den Blick zum Fenster wandte und zwischen den Vorhängen hindurchspähte, hatte sie den Eindruck, dass die Nadelbäume, die in etwa 50 Meter Entfernung ein dichtes Spalier bildeten, näher gekommen waren, während sie ihnen den Rücken zugewandt hatte.
Dann ging das tröstende Licht mit einem Mal aus. Im Foyer traf sie auf Miles, Nawat und Kirima. Sie hatten den Stromausfall auch längst bemerkt. Es muss der Dieselgenerator sein. Er befindet sich aus Sicherheitsgründen in einem separaten, kleinen Gebäude hinter dem Hotel. Hoffentlich ist er nicht kaputt. Vielleicht ist nur der Tank leer. Mrs. Plunkett, ihre Tochter und wir werden zu viel Diesel verbraucht haben. Das war nicht vorgesehen. Ich werde den Tank auffüllen. Wenn es überhaupt Reserven gibt. Ich begleite Sie, Nawat. Da draußen sollte niemand allein unterwegs sein. Hier ist der passende Schlüssel. Seien Sie vorsichtig.